Kommen wir zur ersten Bewegungssequenz, von oben erkunden. Ausgangsstellung ist Mabo, halber Fuß. Fuß zeigt nach 45, der rechte Fuß nach 90. Einfache Peitsche, gehockt, das Kinn etwas zurücknehmen, Scheitelpunkt nach oben, das Kreuzbein verlängert sich nach unten, sodass die Wirbelsäule sich aufrichtet. Dann wird die Hand abgelegt, rechte Daumenwurzel kommt zur Mitte, Ferse dreht, Gumbo, Gewicht ist vorne. Mittelfinger dreht, Schulter, Ellbogen entspannt, Taille dreht, Wirbelsäule aufrichten, Fuß etwas zurücksetzen, Shibu, Gewicht hinten, Faust plus Daumen, Fingerspitze zeigen gerade nach oben. Dann Hand dreht etwas nach vorne, mit der Taille Fuß gerade stellen. Faust plus Daumen, Hand ist überm kleinen Finger nach vorne. Hier haben wir den rechten Winkel von oben erkunden. Ich zeige es nochmal im Bewegungsfluss. Erste Position. Zweite Position. Hand, Fuß, dritte Position. Das Ganze im Bewegungsfluss. Kommen wir zur zweiten Bewegungssequenz. Ausgangsstellung von oben erkunden. Rechter Handteller ablegen, parallel zur Erde. Mittelfinger dreht links, Fingerspitze nach vorne zum Gumbo. Hier haben wir einen rechten Winkel. Rechter Handteller ist unter dem Ellbogen schützend. Ich zeige es nochmal. Ausgangsstellung. Erste Position. Mittelfinger dreht. Nach vorne ins Gumbo. Zweite Position. Daumenwurzel zur Nase. Das Ganze jetzt im Bewegungsfluss. Und das Ganze könnt ihr euch jetzt aus einer anderen Perspektive noch anschauen. So, hier also wieder Handteller nach vorne. Rechte Hand wird abgelegt, Mittelfinger dreht, Fingerspitze nach vorne, Handteller zur Nase. Und die linke Schulter.